So stark wie noch nie besetzt, lockt das 24-Stunden-Rennen 2011 namhafte Teams aus der ganzen Welt an den Nürburgring. Wie jedes Jahr säumen zehntausende Fans die Nordschleife und den Grand Prix-Kurs und feiern ein fast einwöchiges Volksfest rund um das härteste Rennen der Welt. Mit drei Mercedes-Benz SLS GT3 AMG sowie drei BMW hat das Team Black Falcon die Ziele klar im Visier. Die SLS werden im Kampf um den Gesamtsieg ein Wörtchen mitreden, während die BMW-Armada Klassensiege anpeilt. Nach dem ersten Zeittraining steht vor dem SLS von Kenneth Heyer, Thomas Jäger, Jerome Blekemolen und Jan Seifert eine große 2 auf dem Seitenmonitor. Die gesamte Phalanx der Werkswagen von Porsche, Audi und BMW muss sich dem Privatteam geschlagen geben. Aber auch in den Klassen sind die Black Falcon-Renner stark vertreten. Allen voran die Young Guns rund um Carsten Knechtges, Manuel Metzger, Tim Scherbart und Philipp Leisen. Das zweite Qualifying wirft die Black Falcon-Speerspitze zwar um einen Platz zurück. Doch Startplatz 3 ist eine hervorragende Ausgangssituation bei diesem Starterfeld. Es ist Samstagnachmittag und der Countdown zum Start läuft. 10.000 Menschen bevölkern die Startaufstellung zwei Stunden vor dem Beginn des größten 24-Stunden-Rennens am Nürburgring aller Zeiten. Akribisch hat sich das Team auf diesen Moment vorbereitet. Doch jedes 24-Stunden-Rennen schreibt seine eigene Geschichte voller unvorhersehbarer Ereignisse. Ich denke, bei den Bedingungen muss man einfach ein bisschen aufpassen. Das Rennen ist sehr lang und es ist natürlich ein sehr hohes Risiko jetzt bei den extremen Bedingungen dabei. Deshalb unsere Devise ist einfach durchfahren und ins Ziel kommen, möglichst ohne Berührung, ohne Crash und ohne technischen Defekt. Es ist 16 Uhr, als das Feld aufgereiht hinter dem Safety Car in Richtung Start und Ziel rollt. Dann wird das Rennen freigegeben. Thomas Jäger überholt den Farnbacher Ferrari und setzt sich neben den Mamoru SLS. Wie an der Perlenkette aufgereiht, fährt die gesamte erste Startgruppe in Richtung Nordschleifenzufahrt. Dort kann Alan Simonsen einen leichten Ausrutscher von Jäger nutzen und zurück auf den zweiten Platz fahren. Die Nordschleife ist nass und rutschig, der Kampf an der Spitze ein Wabonspiel. Thomas Jäger muss schwer am Lenkrad kämpfen und zwischen Kesselchen und Klostertal den Heiko SLS vorbeilassen. Eine Runde später erobert der Ex-DTM-Fahrer den dritten Platz zurück. Viele enge Duelle bestimmen die folgenden Stunden des Rennens. Auch die anderen Black Falcon-Renner starten gut in die 24-Stunden-Hatz. Das Junior-Team kann sich dabei besonders in Szene setzen und früh in die Top 100 vorfahren. In der Box herrscht äußerste Zufriedenheit über den Verlauf der Startphase des Rennens. Die ersten Boxenstops werden routiniert erledigt. Ich bin am Start gut weggekommen, bin dann in meinen Rhythmus reingekommen. Waren nicht einfache Bedingungen, es war ja immer noch so ein bisschen leicht feucht. Hat es dann aufgetrocknet, zwischendrin kamen dann wieder mehr Regentropfen. Wir sind eine Runde zu lang draußen geblieben, weil die Box überlegt war. Das war ein bisschen blöd, da haben wir sicher Zeit verloren. Aber ansonsten hat man gesehen, es ist schon wahnsinnig viel passiert. Es sind unheimlich schwierige Bedingungen. Bei den Bedingungen halt war es halt ziemlich schwer am Anfang. Wir sind auf Regenreifen gestartet, sind dann drei Runden mitgefahren. Vielleicht hätten wir schon mal eine Runde früher aufs Fix wechseln können, den Reifen relativ geschwommen haben. Aber es läuft ziemlich gut, ja. Die ersten Stunden des Rennens werden durch zahlreiche Positions- und Führungswechsel bestimmt. Alle Black Falcon-Fahrzeuge laufen dabei wie die sprichwörtlichen Schweizer Uhrwerke. Langsam legt sich der Schleier der Nacht über die schwierigste Rennstrecke der Welt. Unzählige Ausrutscher und Unfälle fordern bereits zur frühen Stunde ihre Opfer. Es war einiges los auf der Strecke, nass trocken, Öl, Unfälle, war schon richtig was los.
Nicht so bei den schwarzen Falken, die problemlos in die Nacht hineinfahren können. Ich bin sehr zufrieden, wir sind sehr gut durchs Feld gekommen. Ich glaube, haben ein oder zwei Positionen auf jeden Fall noch gut gemacht und die Zeit passt auch. Kurz vor Mitternacht jedoch wendet sich das Blatt. Der bis dato zweitplatzierte SLS mit der Startnummer 22 kommt zu einem ungeplanten Boxenstopp. Die Servolenkung ist ausgefallen, der Mercedes nahezu unfahrbar. Sofort beginnt das Boxenteam die Fehlersuche. Schnell wird eine defekte Servoleitung als Verursacher der Probleme ausgemacht. Wichtige Minuten verrennen. Die Chance, um den Gesamtsieg mitzukämpfen, schwindet mit jeder Minute Standzeit. Als der Black Falcon SLS nach 20 Minuten wieder zurück ins Rennen geht, ist die Ernüchterung groß. Das Podium war zum Greifen nah. Nun heißt es, mit einer Aufholjagd noch das Beste herauszuholen. Das 24-Stunden-Rennen kennt keine Gnade. Auch der bis dato an 11. Gesamtposition platzierte SLS von André Lebet, Hannes Plesse, Mike Rosenberg und Ralf Schall wird jäh aus dem Rennen gerissen. Nach einer schweren Bergung folgt eine lange Reparatur, bei der Vorder- und Hinterachse gewechselt werden müssen. Doch auch diese Aufgabe meistert die Boxencrew mit Bravour und kann den Mercedes wieder zurück ins Rennen schicken. Eine starke Leistung zeigen zur gleichen Zeit die BMW vom Black Falcon Team TMD Fridgie. Während die Junioren schon auf Platz 57 vorgefahren sind, können Hans Dampf, Christian Raubach, Jürgen Wienstühler und Steve Jahns sich über einen Gesamtrang 74 freuen. Markus Enzinger, Christian Reiter, Jörg und Sebastian Krell sind um Mitternacht ebenfalls bis in die Top 100 vorgefahren. Die Nacht der langen Messer bestimmt von nun an das Rennen. Tiefe Wolken hängen über der grünen Hölle, als langsam das Licht des Tages Überhand am Nürburgring gewinnt. Mit sprintartigen Rundenzeiten ist der SLS von Haier, Jäger, Bleke, Mohlen und Seifert durch die Nacht wieder bis in die Top 10 vorgefahren. Nicht weit dahinter das Schwesterauto mit Meta, Vater und Sohn Preslin sowie Stefan Rösler am Steuer. Mit großem Rückstand zu kämpfen hat zu diesem Zeitpunkt die dritte Mercedes-Mannschaft. Nach dem langen, reparaturbedingten Zwangsstopp sind Lebet, Plesse, Rosenberg und Schall nicht in den Top 100 zu finden. Dafür können sich die Serienwagen immer besser in Szene setzen. 40. Gesamtrang für die Young Guns, 51. Gesamtrang für Hans Dampf, Christian Raubach, Jürgen Dienstühler und Steve Jahns. Nur 20 Plätze dahinter, das Auto von Enzinger, Reiter sowie Jörg und Sebastian Grell. Bei den Serienwagen war es eine ruhige Nacht. Alles verlief ohne außergewöhnliche Vorkommnisse. Wir sind noch im Rennen, sind gut auf die Nacht gekommen, aber es bleibt unglaublich spannend. In unserer Klasse V5 sind die ersten 5 alle noch innerhalb von einer Runde. Es wird unglaublich gefightet und es ist sehr, sehr tough. Wir wechseln uns ständig ab zwischen Platz 3, 4 und 5. Im Moment sind wir Dritter. Mal gucken, ob wir aufs Podest kommen. Aber wir hätten nie gedacht, dass es so hart wird. Die nächsten Stunden des Rennens sind für das Team Black Falcon reinste Routine. Ein Fahrzeug nach dem anderen wird beim Pflichtboxenstopp abgefertigt. Die Zielsetzung ist dabei je nach Fahrzeug höchst unterschiedlich. Während die Startnummer 22 immer noch mit schnellen Rundenzeiten nach vorne fahren will, spürt das Junior-Team auch nach 20 Stunden den Atem der Gegner im Nacken. Der Rest der Falkenarmada hat zu diesem Zeitpunkt vor allem ein Ziel: Ankommen. Wenn nach 24 Stunden die Zielflagge fällt, hat jedes Team, das über die Ziellinie fährt, einen Kampf gewonnen. Das härteste Rennen zweimal rund um die Uhr schreibt unzählige Geschichten, sowie die des Team Black Falcon. Am Ende können alle der 6 gestarteten Rennwagen aus Kelberg eine Zielankunft feiern. Teamwork, gute Vorbereitung, sehr gute Rennwagen sowie schnelle Fahrer sind die Zutaten des Erfolges für Black Falcon. Als bestes Privatteam, als bester SLS GT3 AMG geht das Fahrzeug von Kenneth Haier, Thomas Jäger, Jerome Bleke-Mohlen und Jan Seifert als Gesamtsechster über die Ziellinie.
wohl wissend, dass ein Podiumsplatz möglich gewesen wäre. Wir hatten ein Problem mit Servolenkung schon früh ins Rennen und das hat 2 Runden gekostet. Ohne das wäre Podium auf jeden Fall. Vielleicht hätten wir auch mitkämpfen können um den Sieg. Aber gut, so ist es. Ja, das Rennen geht halt über 24 Stunden und nicht nur 23 ein Viertel. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, haben wir, glaube ich, eine sehr gute Basis hier geschaffen und wir werden wiederkommen. Auf Platz 11 können Wimal Mehta, Jean-Patrick und Jean-Paul Breslin sowie Stefan Rösler ebenso eine hervorragende Zieleinkunft feiern. Die Junioren Carsten Knechtges, Manuel Metzger, Tim Scherbart und Philipp Leisen gewinnen nicht nur die Klasse V5, sondern fahren mit einem Serienwagen auf den 33. Gesamtrang vor. Die Neulinge Hans Dampf, Christian Raubach, Steve Jahns mit Unterstützung von Jürgen Dienstühler fahren mit ihrem E92 auf Gesamtplatz 45. Trotz des nächtlichen Unfalls und der Bergungs- und Reparaturzeit können André Lebet, Hannes Plesse, Mike Rosenberg und Ralf Schall noch Platz 57 erreichen. Mit dem 77. Gesamtrang, trotz nächtlichen unverschuldeten Feindkontaktes, fahren die Routiniers Markus Enzinger, Christian Reiter, Jörg Krell und Sebastian Krell äußerst zufrieden in die Top 100. Erneut hat das Team Black Falcon den Lockruf der grünen Hölle angenommen. Sie hat es ihnen schwer gemacht in diesem Jahr 2011. Doch am Ende war das Kelberger Rennteam erneut erfolgreich. Man hat die grüne Hölle bezwungen, aber noch nicht besiegt.